Herr Gehring hat recht. Er hat vorhin gesagt, es ist gut, dass die 7 AKWs und noch ein weiteres jetzt stillgelegt sind. Und es ist auch gut, dass die Bundesregierung, dass die Koalition zu dem rot-grünen Atomkompromiss weitgehend zurückkehren will. Nur die entscheidende Frage, die hier heute zu beantworten ist, ist doch, ist das gut genug nach Fukushima? Fukushima hat die Menschheit, hat uns gelehrt, dass die Atomkatastrophe doch sehr viel näher ist, als wir in unseren schlimmsten Träumen befürchtet haben. Das können wir doch nicht übersehen. Und das haben die Grünen nicht übersehen. Deshalb haben die Grünen nach Fukushima klar gesagt, wir wollen, wir können, es ist machbar, auszusteigen bis 2017. Das haben alle, die auch hier heute gesprochen haben, alle unseren Oberen, alle unsere Spezialisten, alle überall, bei jeder Konferenz, in jeder Talkshow, im Bundestag, überall erklärt. Und wir alle, die hier im Saal sind, waren auf der Straße noch vor einigen Wochen, auch vor der Geschäftsstelle der Kanzlerin und haben demonstriert mit Hunderttausenden für 2017. Wir haben ein Gesetz im Bundestag eingebracht, noch in den letzten Sitzungswochen. Darin steht, wir wollen raus 2017. Und lieber Jürgen, du hast vorhin gesagt, wie glaubwürdig ist es, wenn wir dem Vorschlag der Bundesregierung nicht zustimmen. Ich frage, wie glaubwürdig ist es, wenn wir jetzt anstatt unseren Gesetzentwurf bis 2017 durchzubringen, 2022 zustimmen. Das ist doch nicht glaubwürdig. Ja, wenn die so klatschen, komme ich gar nicht zu Wort. Also nicht mehr klatschen, hier ist schon die rote Lampe. Es geht doch nicht nur darum, ob wir uns selbst treu bleiben. Es geht doch nicht nur darum, ob wir das tun, was wir vorher gesagt haben, wofür wir auf der Straße waren, sondern es geht darum, dass diese Dinger unendlich gefährlich sind. Und 5 Jahre mehr, 6 AKW am Netz, das sind 1825 Tage zu viel. Da können wir doch nicht Ja sagen, da müssen wir doch Nein sagen. Christian? Deshalb, ich habe leider nicht mehr, deshalb sage ich, der Kampf geht weiter. Auf der Straße, im Bundestag und überall, in Verhandlungen und überall, wo wir tätig sind. Die Dinger müssen vom Netz, und zwar bis spätestens 2017. Darüber müssen wir verhandeln, da müssen wir drängen, und wir können uns nicht auf 2022 verständigen.